Und wieder einmal begrüße ich euch herzlichst zu meinem Let's Play. Wie ihr seht, wir haben immer noch keine neue Textur. Mag daran liegen, dass die Aufnahmen zeitlich relativ nah beieinander lagen. Um genau zu sein, sogar sehr nah. Aber gut, mehr möchte ich mich dazu jetzt nicht auslassen. Wie ihr seht, der hat noch immer nicht komplett hochgeheizt. Geht ja auch nicht. Ich kann ja das Spiel nicht einfach weiterspielen. So, aber er ackert fleißig. Und jetzt nehmen wir uns gleich den Ofen hier an. Und zwar hätte ich gerne einen Induction Furnace. Also einen Induktionsofen. Oh, ja doch, das müsste eigentlich... Genau. Wenigstens gibt es dafür eine schöne Textur. Wie ihr seht, da brauchen wir nur den Ofen für. Einen von diesen netten erweiterten Maschinenblöcken nochmal und einen Haufen Kupferbahn. So, Kupferbahn. Ja, das sollte kein Problem sein. Erweiterter Ofen. Erweiterter... Maschinenblock. Ich glaube, auch das wird kein Problem. Gut, dann klack, klack, klack. Zwei Stück, vier Stück. Zwei davon. Dann pressen wir uns mal zwei von den Pappen zusammen. Glücklicherweise haben wir auch noch Legierung. Das ist also auch kein Problem. Kupfer haben wir. Mensch, das sollte ja recht schnell erledigt sein. Dann weiß ich gar nicht, was ich mit euch heute noch mache. Gar nichts mehr. Keine Idee mehr. Gut. Hören wir einfach nach 3 Minuten auf. Das ist eine gute Idee. Nein, natürlich nicht. Ich denke mal, ich werde heute anfangen, außen ohne Umgebäude eine kleine Sortieranlage zu bauen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Die Diamond Pipes habe ich ja schon. Aber erstmal... Der arbeitet hier fleißig. Hier sind die Platten fertig. Sehr schön. Mensch. Rucki zucki geht es hier heute. Einmal. So, und jetzt wieder in der Hoffnung, dass das Ding nicht kompletten Abgang macht. Waldkreis. Ofen. Bombastisch. So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das so rum oder doch anders rum? Werden wir gleich sehen. Nee, war richtig. Hyperspeed. Ja, das ist doch mal eine tolle Errungenschaft. Und zwar funktioniert das ganze Ding ähnlich wie der Rotations-Ausschwemmer hier. Nur, dass der sich halt nicht drehen muss, sondern bei dem muss sich Hitze entwickeln. Glücklicherweise funktioniert dieser Hebel jetzt auch hierfür. Das heißt, wie ihr seht, er baut schon hier ein Temperaturlevel auf. Ich denke mal, unser armer Generator ist sich schon fleißig am Nachproduzieren. Soll er ruhig. Lava finden wir massenweise. Da können wir uns vielleicht auch mal eine Pumpstation für bauen. So. Hier noch ein bisschen Kohle reinhauen. Und in der Zeit, wo der sich hier aufwärmt, ich würde euch das gerne zeigen, wenn er fertig ist, weil das ist genial, absolut. Ich liebe dieses Teil wirklich. Hatten wir noch einen Tree-Type bei? Ja, perfekt. Zack. Vielleicht noch ein bisschen was für unsere neuen Kabel mitnehmen. Nicht langsam, aber sicher kommen wir ja technisch sogar ein bisschen voran. Okay, nichts reingefahren? Nee. Sehr gut. Was macht ihr denn hier? Fleißig arbeiten, wie es aussieht. Oh ja, sehr fleißig. Oh, wow. Jetzt schon bei der dritten Kiste inzwischen. Ja, dann soll er das ruhig mal verschubsen. Ich nehme mir die Kohle hier mit. Und ich nehme mir auch die Erze mit. Und das auch. Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Ne. Und hier ist auch alles raus. Sortieren wir ordentlich hier. Gibt's ja nicht. Also, oh, hallo! Stimmt, ich sollte aufpassen. Hier waren ja beim letzten Mal so viele Viecher unterwegs. Ja, schwimm du da rum, ist mir egal. Solange mich hier kein Creeper überfällt, ist mir alles recht. Gut, wie weit bist du? Ui, schön. So, hier können wir jetzt theoretisch unser Geschwindigkeitsupgrade in den tun. Ist natürlich nicht so sinnvoll, aber weil wir so oft Gummi nicht brauchen. Aber man kann es ja
ausnutzen, wenn man es rumliegen hat, ne? So, hier sieht das Interface auch wieder ein bisschen hübscher aus. Aber davon abgesehen, dass das Temperaturlevel, ich glaube, das werde ich nochmal auf Temp ändern. Ja, doch, auf jeden Fall. So, wir sind jetzt bei 30%. Okay, wie sieht es denn bei 30% mit dem Schmelzen aus? Nehmen wir mal... Zinn haben wir gerade keinen mehr da. Nehmen wir mal ein Stack Zinn. Und teilen den brav auf hier. Also erstmal, er macht zwei Sachen auf einmal. Und zweitens, der ist bei 30% schon schneller als das Ding mit dem Geschwindigkeitsupgrade. Also... ist jetzt hier diese ewigen Einschmelzvorgänge sind hoffentlich endlich vorbei. So, und du hast hier auch ordentlich Carbon... Kohlenstaub produziert. Carbon, wie komme ich jetzt auf Carbon? So, klack. Klack. So, wie war denn das jetzt mit dem Industriediamanten? Den haben wir ja schon offen. Hallo? Ich würde aber gerne wissen, wie ich den benutze, wie ich ihn herstelle. Das war... jetzt lass mich kurz nachdenken. Muss ich die Carbon-Gewebe nochmal weiterverarbeiten? Ich glaube, die mussten erst komprimiert werden. Und dann die Carbon... ich weiß es nicht mehr! Verdammt. Ja, dann gucke ich mal kurz nach, einen ganz kleinen Blick. Ist ja nicht so, dass ich nicht eine App hätte, um da mal nachzugucken, wie das funktioniert. Wenn das Teil da drin steht, natürlich nur. Was ja anscheinend nicht der Fall ist. Verdammt. Das ist jetzt aber ärgerlich. Das kann ich... ich glaube, es war irgendwas in der Richtung. Und dann noch irgendwas in die Mitte. Flint? Oder mussten die vorher eingepresst werden? Uff. Ja, das ist, live, ne? Lassen wir ihn einfach mal das Zeug zusammendrücken. Können wir hier das Geschwindigkeitsupgrade. Wenn nicht, haben wir halt viele Platten. Ist ja auch nicht schlecht. So. Und ich gucke jetzt in der Zeit, wo er hier arbeitet, nochmal schnell nach. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht allzu sehr. Ich kann ja mal ins Bettchen gehen. Dauert nur 30 Sekunden. Hoffe ich doch zumindest. Vorbereitung ohne Ende. So, in der Zeit, wo ich hier suche, kann ich eigentlich auch ein bisschen... ja, wir fangen einfach mit der Sortieranlage schon mal an. War schon, ich glaube, 8 Stück brauche ich. Dann kriege ich irgendwie Kohlebälle oder so. Kann auch sein, dass ich jetzt hier völlig falsch liege. Und ihr euch total ins Fäustchen lacht gerade. Aber, wie gesagt, erweiterte Maschinenblöcke brauchen wir ja eh, von daher. Ja, hallo. Ja, das ist definitiv nicht gewesen. Musste man vielleicht... oh Gott, ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Ja, ich bin ein Held. Und die musste dann... okay. Das ist egal. Die Carbon-Gewebe sind jetzt eh hinüber. Haben wir eben mehr für... für unsere erweiterten Schaltkreise. Toll, jetzt muss ich nicht mal mehr nachgucken. Jetzt ist es mir eingefallen. Man sollte nicht vorher arbeiten. Mehr. Und davon brauchen wir 8 Stück.
So, dann kommen hier nämlich so komprimierte Kohlenkugeln raus. Die müssen dann angebaut. Oh Gott. Okay. Habe ich noch ein bisschen Kohle da, dass ich noch ein bisschen was durchlaufen lassen kann? Ja. Ja, wenigstens einen Diamanten herstellen. Also nur mal zur Geschwindigkeit, ja. Hm. So, der ist jetzt bei 92%. Da werde ich euch gleich bei 100 auch nochmal demonstrieren, wie das dann aussehen kann. Oh Gott, meine ganze Sortierung hier hinüber. Was hatten wir noch? Kupferstaub hatten wir noch. Ja, dann... Obwohl, den bräuchte ich vielleicht auch später noch. Ach, Mensch. Hauen wir Eisen rein. Eisen kann man immer gebrauchen. Jetzt mal den hier. Klack. Oh, okay. Also der zweite Slot funktioniert wohl doch. Nur mit einem anderen Item. Okay. So. Na komm. Juhu. Und jetzt passt auf. Das nenne ich schnelles Einschmelzen. Und vor allem können wir auch zwei Sachen auf einmal machen, wenn wir wollen. Ach ja, nie wieder Ewigkeiten irgendwo rumsitzen. Okay. So, Kohlestaub. Und draußen sind die Creeper. Also rumgammeln, ist klar. So, dann brauche ich noch Flint. Klack. Okay, 7. Hey, das reicht, glaube ich, sogar für einen. Bombastisch. Ich weiß nur nicht mehr, ob das mit jedem beliebigen Block in der Mitte ging oder ob man dafür spezifisch was brauchte. Lass mich mal ackern und, Creeper fighten? Creeper fighten. Geronimo! Nee, nicht hier. Ich weiß zwar, dass du nur die Lichter ausmachst, aber das muss ja nun auch nicht sein. Ha! Ich werde besser. So, kurz im Query gucken. Jetzt habe ich immer noch nicht an der Sortieranlage gebastelt. Ah, es kommt gleich. Das machen wir gleich noch. Und der füllt hier wieder brav nach, so wie sich gehört. Wahrscheinlich nichts Sinnvolles, aber das können wir nachher alles verscrappen. Da wird überall was Sinnvolles draus gemacht, wenn wir es nicht zum Bauen brauchen. Okay. Ja. So, und dann können wir hier auch gleich mal aufteilen und können das noch durchjagen. So, ab jetzt wird das ganze Bauen wesentlich einfacher. So. Komm her. Okay, habe ich 8 Stück. War richtig. Und dann muss irgendein Block in die Mitte. Ich bin mir nicht sicher, was für einer. Das kriegen wir aber auch noch raus. Pflasterstein war es nicht. Normaler Stein geht auch nicht. Nicht, dass ich jetzt nachher noch Obsidian brauche. Ich sehe das schon. Das bleibt uns großartig jetzt ausfallen. Ja. Nee. Ja, das ist klar. Oder brauchte ich dafür noch mehr? Nee. Ich weiß, dass man irgendeinen Barren in die Mitte legen konnte. Aber ich weiß nicht mehr welchen. Ein normaler Eisenbarren? Auch das nicht. War es dann vielleicht ein Bronzebarren, weil die ja doch ein bisschen seltener sind. Nö. Das ist blöd. Aber gut. Dann wird das Projekt Industrie Diamant auf die nächste Folge verschoben und wir fangen mit dem Sortieren an. Dazu werde ich jetzt erstmal meine ganzen Sachen hier wieder rausräumen. Die Erze und was ich hier nicht alles rumliegen habe. Gut, das Zeug kommt hier rein. Da haben wir jetzt definitiv genug von. Oh Gott. So viele Carbonplatten.
Jetzt haben die natürlich, oh, 7500 das Maximum, okay. Jetzt haben die natürlich total wenig zu tun hier, die ganzen Gerätschaften. Nehmen wir mal Silber und Kupfer. So. Und so. Und dann soll er hier markern. Okay, aber wir brauchen die Röhren. Und zwar einmal die Diamantenröhre. Wie werde ich das am besten ansetzen? Ich würde sagen, hier machen wir das erstmal von unten. Machen wir erstmal genug Platz da. Nur, dass das Grundprinzip halt verstanden ist danach. So, und die anderen verlegen wir dann hinten außen rum. Okay, also. Nee. Bleib schön draußen da. Okay. Hier kommt die Truhe hin, in die ich dann alles reinschmeiße. Oder? Nee, die kommt hier hinten. So. Die kommt hier hinten quer. Das heißt, wir brauchen hier einen Motor. Hier. Oder hier. Ich glaube, ich mache den einfach eins tiefer und der läuft dann dauerhaft. Okay. So, dann muss hier die erste Diamantpipe hin. Klack. Hier die zweite und hier die dritte. Ja, hier brauche ich auch noch eine. So. Dann brauchen wir ganz normale Cobblestone-Pipes. Oder Stone. Ich glaube, ich brauche sogar beide. Damit die sich nicht beißen. Okay. Stone. Okay. Ah, die hinten können eigentlich weg, beide. Gut. Ah, das ist natürlich, hier brauchen wir Eisenpipes. Werde ich euch auch gleich erklären, warum. So, dafür brauchen wir ein wenig Glas und etwas Eisen. Stellen wir uns mal gleich 16 Stück her. Die kann man, glaube ich, nie genug haben. Eisen. Oh, ich hatte... Nee, es raffiniert ist okay. So, du kommst jetzt hier mal raus. Du Ärgernis. Oh Mann. Ey, bis zum nächsten Mal habe ich es auf jeden Fall. Ach, erstmal nur einmal. So. Das sind die hier. Tschack, tschack. Und das reicht. Zwei Stück. So, jetzt brauchen wir den anderen Wrench. Und zwar brauchen wir dafür ein Zahnrad aus Stein. Habe ich hier noch eins? Nee, aber ich habe ein hölzernes. Da machen wir doch gleich mal ein Steinzahnrad draus. Guck mal, alles weg hier. Und zwar hatten wir ja schon ein paar Mal. Und um das Steinzahnrad bräuchten wir jetzt drei Eisenbarren. Das ist natürlich total super. So. Dann kriegen wir hier diesen Wrench zum Einstellen. Wenn ich jetzt hier rechts klicke, ändert sich der Ausgang. Und ich möchte gerne, dass es nicht wieder, also, kann vielleicht ganz kurz hier nichts machen, dass es nicht wieder in die Truhe fließt. Das heißt, hier ist zu, es darf nur in diese Richtung fließen. Okay? Und dann, hier das gleiche, nur in die Richtung. Jetzt erstmal schnell schlafen gehen. Ja. Das wird jetzt auch ein relativ einfaches Sortiersystem. Es soll halt nur mal verdeutlichen, wie es funktioniert. Da kommt bestimmt noch eine bessere Idee. Hoffe ich zumindest. So, und dann brauchen wir hier einen Redstone-Motor. Habe ich sowas noch rumliegen? Nicht mehr. Dann will ich aber überlegen, ob ich wirklich... Ja, ich nehme einen Redstone-Motor. Das reicht ja, wenn es langsam abgepumpt wird. Der soll nur mir die Sortierarbeit abnehmen. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir ein. Wenn ich das hier noch irgendwo im Rucksack rein habe, würde mich echt ärgern.
Nee, hat ja alles rausgenommen. Gut. Dafür brauchen wir Holz, Stein und Pisten. Nicht Pistenzüge. Stein. Eisen. Redstone haben wir nicht da. Kommt Redstone nämlich wieder aus der Kiste. Oh, Redstone wird auch bald knapp werden. Und Holz. So, und ich habe einen Fehler gemacht. Ja. So, den brauchen wir hier. Dann brauchen wir hier Glas. Aber ich glaube, das ging nicht mit Holz zusammen. Ah, können wir gleich sehen. Doch, ging mit Holz zusammen. So. Ein Redstone-Motor. Das ist quasi der einfachste und langsamste Motor, den es gibt. So. Der ist aber auch nur dafür da, um was hier rauszupumpen. Dann brauchen wir eine Holzpipe. Haben wir noch eine? Haben wir nicht mehr. Dann wird auch die noch hergestellt. Die Wooden- oder Holzpipes sind im Grunde nur dafür da, um Items aus Kisten rausziehen zu können. Kisten hatte ich jetzt auch, glaube ich, keine mehr übrig. Oder hier noch? Oder hier? Habe ich nicht irgendwo Kisten abgelagert? Mir war so. Egal. Kostet ja nichts. Aber wenn man jetzt, wenn man einfach nicht eine Doppelkiste sieht, einfach. Oder? Egal. Erstmal zwei Stück haben. Passt. Ja doch, hier kann ich eine Doppelkiste hinstellen. So. Die kommt dann hier rüber. Das heißt, wenn der jetzt einsieht, also ich kann es euch ja mal grundsätzlich demonstrieren, ich nehme jetzt mal einfach einen Pflasterstein hier in die Kiste rein. Setze da ein Redstone-Signal an. So. Dann pumpt der und zieht das Item aus der Kiste. Ist das nicht eine klasse Sache? So. Wieder aus. Problem ist jetzt, er verteilt es so, wie er Lust hat. Das heißt, entweder er schiebt es weiter oder er schiebt es nicht weiter. Aber dafür gibt es hier ein Sortierinterface. Und wie das funktioniert und wie wir das ganze Ding dann quasi automatisieren, dass der hier, wir schmeißen wirklich nur noch alles in die Kiste rein und der sortiert uns sehr schön in dieses kleine Lager, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.